Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Surviving Mars. Ja, die letzte Folge ist schon ein bisschen her. Liegt daran, dass da immer so ein paar Videos von mir dazwischen geschoben wurden. Also jetzt eigentlich nur zwei Fortnite-Videos, aber heute kommt einmal wieder eine Folge. Ich nehme das jetzt gerade tatsächlich am selben Tag auf, an dem die Folge auch rauskommt. Also muss ich mich jetzt mal ein bisschen sputen. Aber ja, folgender Plan. Ich habe das Spiel selber auch schon 3 Tage lang nicht mehr gespielt. Demnach weiß ich nicht mehr so ganz, was wir als letztes gemacht haben. Aber was ich weiß, ist, dass wir kaum noch elektronische Geräte und Maschinenteile haben, beziehungsweise auch Polymere. Und deswegen müssen wir halt langsam in die Produktion davon eingehen. Hier ist die Polymerfabrik, die können wir auch wieder neu aufbauen. Das mache ich auch mal. Aber soweit ich weiß, braucht das viele Maschinenteile zur Wartung. Also dann lieber doch nicht. ja, aber deswegen würde ich sagen, wir hauen jetzt einfach mal Geld raus und holen uns zwei Fertigbauten für Elektronikfabriken und Maschinenfabriken, denn viel länger halten wir das, glaube ich, nicht mehr auf diesem Planeten aus. Deswegen Frachtrakete, Fertigbauten, da Maschinenteilefabrik und Elektronikfabrik. Eine Polymerfabrik haben wir da ja schon stehen gehabt. Es ist kacke teuer. Ist mir auch bewusst. Aber ja, dann nehmen wir hier noch eine Drohne. Was können wir noch so nehmen? Ja, das geht schon. Falcon 3000 ist jetzt unterwegs. Und danach müssen wir uns aber auch noch ordentlich Kolonisten hierher holen. Denn soweit ich weiß, braucht man sehr viele Jobs, um diese ganzen Fabriken auch zu füllen. Und wir wollen hier auch noch einen Edelmetallextraktor machen. Dies, das, Ananas. Und hier haben wir halt auch noch 15 freie Wohnplätze. Hier haben wir noch zwei freie Wohnplätze. Und wenn wir hier noch alles voll bauen, glaubt mir, Leute, das wird voll. Und deswegen würde ich sagen, guck mal, wir haben ja auch die Apartments, die haben 24 Wohnraum und verbrauchen dieselbe Fläche. Die bieten aber nicht so viel Komfort. Ich würde sagen, wir benutzen deswegen immer noch die hier, weil wir haben im Moment sowieso viel zu viele freie Wohnplätze. Und deswegen würde ich sagen, benutzen wir diese Apartments erstmal nicht. Mit Wasser läuft es immer noch alles gut. Bei der nächsten Kuppel müssen wir dann halt nur noch mal ein paar Vaporatoren holen. Ich weiß sowieso nicht, wann kann man die überhaupt bauen? Kann man die überhaupt jemals bauen? Die sind bei Lebenserhaltung, ne? Ja, da. Oh, warte, was muss man forschen? Feuchtigkeitsgewinnung. Okay, bei Biotech. Magnetfilterung. Ne, das sind alles unbekannte Technologien. Die Wasserrückgewinnung. Reduzierte Wasser in der Kuppel drastisch. Ach so, daran wird es liegen, dass wir so wenig verbrauchen. Aber ja, wir haben hier halt auch die ganzen unterirdischen Edelmetallvorkommen. Das ist halt auch hier in der Reichweite, was ganz praktisch ist. Aber ein Fehler ist, wir haben die Drohnenkommandanten ein bisschen zu nah aneinander gebaut. Und soweit ich weiß, brauchen wir für die auch Fertigbauten. Wir brauchen nämlich Drohnenhub in Robotik. Und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen. Und ja, ich erforsche jetzt gerade hier das komplette Passagiermodul bei Ingenieurwesen, weil bei Ingenieurwesen halt auch diese ganzen Fabriken sind. Und die Fabriken sind gerade wichtig. Die elektronischen Geräte gehen uns im Mund aus. Ja, ich lese mir gerade durch, aber vielleicht sollten wir hier in dieser Kuppel, hier ist ja noch einiges frei, vielleicht sollten wir ein bisschen dekorieren. Oh, wir haben die Spitze freigeschaltet. Aber die kostet 10 Polymere. Wir haben keine 10 Polymere. Aber die sieht ganz schön aus. Nur, dass die halt ein bisschen klein ist. Ja, ich hätte schon gerne eine Spitze, die rausguckt. Ja, dann machen wir mal Dekorationen hier hin. Hier machen wir einfach mal wirklich so einen richtig schönen Garten. Gassen. So. Hier im Garten. Und Falcon 3000 kann landen. Wunderbar. Oh nein, ich spreche nicht immer so Englisch. Ich tue gerade nur so, Leute. So schlecht kann ja auch wieder nicht. Und da kommen die Ressourcen raus. Und eine einzige Drohne. Gott, die Arme war komplett alleine beim Flug.
So, jetzt haben wir halt eine Elektronikfabrik und eine Maschinenteilefabrik. Die können wir aber noch nicht bauen, solange wir keine Kolonisten haben. Guck mal. Wir haben so viel Treibstoff, Leute. Es ist einfach so dämlich. Deaktivierte Gebäude funktionieren nicht und verbrauchen weder Strom noch Ressourcen. Ich würde sagen, im Moment können wir das Ding sogar ausstellen. Ich meine, wir haben mehr als genug Treibstoff. Und die Rakete kann auch schon wieder starten. Perfekt. Ging ein bisschen schnell. Aber auch nur ein bisschen. Sondern würde ich sagen, holen wir uns direkt eine Passagierrakete. Die Frage ist, was brauchen wir? So. Ich normalisiere mal die Geschwindigkeit. Okay, die brauchen Edelmetall. Und das hier braucht 50 Strom. Ach du Karre. Wir laufen immer noch mit Stirling-Generatoren. Deswegen würde ich sagen, können wir jetzt auch mal auf Windräder umsteigen. Oder? Können wir das? Ich würde einfach mal sagen, ja. Die Frage ist, was verbrauchen die überhaupt? Ach so, die kosten Maschinenteile. Aber wir haben genug Maschinenteile. Aber für die Wartung brauchen die auch Maschinenteile. Leute, egal. Baut ihr das einfach mal alles auf? Wir kriegen ja gleich genug Maschinenteile. Wenn wir die Maschinenteilefabrik bauen. Denn. Ja, Maschinenteile braucht man. Oh mein Gott, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein kleines Feld, aber. Nö, Mann. Nicht genügend Strom. Die Elektronikteilefabrik. Sorry, Leute. Baue ich direkt mal auch hier hin. Ja, die haben hier keine Mitarbeiter. Ach so. Ja, es sind gar nicht an den Strom angeschlossen. Ja, da arbeitet man natürlich nicht so lecker. Ach so, Erkundung. Dann mal die Gebiete hier. Ach so, stimmt, Anomalien wurden auch schon lange nicht mehr gescannt. So, da kannst du hin. Und ich habe herausgefunden, dass man jetzt auch Anom. Das, was heißt, das konnte man wahrscheinlich schon vorher. Man kann nämlich hier anstehende Aufgaben, man kann Sachen in eine Warteschlange einreihen. Was ist das hier überhaupt? Aussicht. Verbesserter Komfort für alle Bewohner. Wieso ist das hier eine Aussicht? Das ist zwischen zwei Bergen. Ich bin okay, wie du meinst, aber. Wie? Nur. Da arbeitet schon jemand. Ich muss die Dinger mal ausschalten. Leute, das macht doch überhaupt keinen Sinn. So, und rein theoretisch könnten die Leute jetzt da wohnen und da arbeiten. Ich mach mal die Priorität hoch. Denn die Falcon 3000, obwohl die ist noch unterwegs zur Erde. Also ja, was brauchen wir denn für Leute, die hier drin arbeiten? Stellt Maschinenteile. Es ist für Ingenieure. Okay, dann brauchen wir aber viele, viele Ingenieure. Passagierrakete. Was haben wir denn gerade in der Forschung? Ich habe doch irgendwo eingereiht, dass man. Hier. Kompaktes Passagiermodul. Sollten wir erstmal warten, bis das erforscht ist? Ich glaube schon, oder? Wäre mal gerade ganz praktisch. Anstehende Aufgaben 0. Irgendwo hier war doch noch eine Anomalie, oder nicht? Nee, das ist die. Ja. Das kennt ihr aber auch schon. Nirgendwo eine andere? Doch, da oben. Alter, einfach so am Ende der Map. Aber auf dieser Map hat man sowieso genug Platz. Und wir sind schon bei Sol 30. Das ist natürlich auch nice. Und ich würde sagen, ich überspringe das einfach mal für euch, Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder. Obwohl es für euch nur eine Sekunde ist. Lol. Okay, Leute, ich habe hier gerade durch eine Anomalie 800 Millionen bekommen und 3000 hier Forschungspunkte. Ist eigentlich ganz nice, ne? Und durch diese vielen Forschungspunkte wurde scheinbar auch die Forschung abgeschlossen, die wir dafür brauchten. Da habe ich kurz ein bisschen runtergescrollt. Nämlich das kompakte Passagiermodul. Alles, was ich gerade drin hatte, wurde instant erforscht. Hieß auch direkt, Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Das reicht auch direkt mal in die Warteschlange ein. Und ja, jetzt passen halt mehr Kolonisten in die Rakete rein. Insgesamt 10 mehr und das ist ziemlich krass.
Und ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal die meisten, machen einfach erstmal alle rüber. Denn, was ganz wichtig ist bei uns, wir brauchen nämlich sehr viele Ingenieure, Filter, bei der Altersgruppen, Spezialisierungen. Ingenieur ist super. Zurück. Zurück. Ingenieur, Botaniker, 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 Mediziner, Mediziner, Mediziner. Wow, ein Ingenieur. Ich packe jetzt erstmal alle weg, die kein Ingenieur sind. Ja, hier ist niemand anderes Ingenieur. Ach komm. Gibt es hier keine anderen Ingenieure? Hier ist einfach kein anderer Ingenieur. Filter. Stärken, Promi, was ist nochmal Enthusiast? Erhöhter Leistungsbonus, ja, das ist auch ganz gut. Energie bei hohem Komfort, Geldmittel, Partylöwe, Fit Gamer, achso, anwenden. Ja, warte, ich muss nochmal ganz kurz Filter. Ja, das sieht ganz okay aus. So, dann starten wir die Rakete einfach mal. Es sind 22 Passagiere, aber Platz hat eine. 16 neue Bewohner. Trotzdem starten. Ich mache jetzt einfach mal noch eine Wohnanlage. Noch eine Wohnanlage, einfach mal hier hin. Ich habe die Zeit gerade genutzt, um hier ein bisschen einzurichten. Sieht eigentlich ganz schön aus, aber wir haben halt, ja, kaum Ressourcen. Was brauchen wir denn hierfür? Beton. Transporter, wo bist du? Du bist vollgeladen mit Beton. Stimmt, ich habe dich gerade die ganze Zeit dahin geschickt. Und eigentlich braucht man für das meiste hier Beton. Für das Diner, was ich bauen wollte, braucht man aber noch ein bisschen Metall. Das hole ich dann auch gleich mal rüber und ich beschleunige mal die Zeit. Nicht funktionierende Gebäude 1. Ich habe hier drei abgeschaltet. Welches denn? Wow, das Lebensmittelgeschäft. So, Jungs, fangt an zu arbeiten. Leute, es ist sogar eine Animation, wie sich die Tür öffnet. Ha, voll unnötig, guckt eh keiner drauf. Sagt der, der drauf guckt. Aber egal. Dann baut einfach mal die wunderbaren Häuser und alles andere. Perfekt. Meteoritensturm. Oh fuck. Meteoritensturm. Die Region steht kurz davor, von einem Meteoritensturm getroffen. Nein. Direkt vom Meteoriten getroffene Gebäude müssen repariert werden, um wieder zu funktionieren. Was passiert denn, wenn einfach eine Kuppel getroffen wird? Rohre und Kabel werden komplett zerstört. Vom Meteoriten getroffene Rover müssen ebenfalls repariert werden. Drohnen können jedoch irreversible Schäden davon tragen. Meteoritenstürme lassen sich nicht vermeiden. Ihr Schadenspotenzial kann jedoch minimiert werden. So sollten wichtige Gebäude beispielsweise nicht zu nah beieinander platziert werden, keine überflüssigen Rohre und Kabel gebaut und der MVS-Laser erforscht werden. MVS-Laser. Kriege ich denn den MVS-Laser? Ich will den MVS-Laser haben, Leute. Bitte. Wo ist der? Ich will den haben. Ach Gott, Leute, jetzt habe ich wirklich Angst. Dann entlade mal die Ressourcen in 15 Stunden. Okay, der Sensorturm hat uns dann sozusagen nochmal gerettet. Was heißt gerettet? Er hat uns so gewarnt. Und jetzt habe ich noch mehr Angst. Hättest du es einfach nicht sagen sollen, Junge. Wäre es überrascht gewesen? Ich kann sowieso nichts tun. Wäre es überrascht gewesen, wäre es besser gewesen. Lad mal die Metalle ein. That's enough. Ich finde das so komisch, hier so diese Anzeige zu sehen. Im Sinne von, dass der Rover einfach stundenlang dahin fährt. Immer ein bisschen unlogisch. Ich meine, es ist jetzt einfach 2 Stunden von A nach B gefahren. Entweder die Kolonie ist so gigantisch und die Zeit vergeht einfach nur immens schnell. Oder dieses Spiel ist einfach zu faul gewesen, es irgendwie anders zu nennen. Weiß man natürlich nicht, Leute. So, jetzt ist alles hier drin aufgebaut. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es jetzt schlau wäre, die Rakete zu landen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, Leute, der Meteoritensturm beginnt gleich.
Und ich habe ein bisschen Angst. Das war's dann auch schon eigentlich gleich für die Folge. Den Meteoritensturm gucken wir uns gleich noch an. Ich habe Angst, Leute. Ich bin bereit, auf normal zu stellen, weil ich das in normaler Geschwindigkeit sehen will. Meteoritenschauer. Da stürzt einer ein. Okay, bitte keiner in unserer Kolonie. Bitte keiner in unserer Kolonie. Da stürzen zwei ein. Ja, die Rakete kann jetzt auch landen. Schlechter Zeitpunkt. Wirklich sehr schlechter Zeitpunkt. Bringt ihr uns denn wenigstens irgendwas? Ja, es stimmt, die bringen Vorkommen runter, wie mir scheint. Und sie scheinen im Moment unsere Kolonie noch gar nicht zu treffen. Sondern nur sehr viele andere Gebiete. Ja, kann ich ihn beschleunigt machen. Sonst ist es langweilig. Okay, ich lande die Rakete einfach mal, bevor ich es vergesse. Leute, ihr müsst das machen. Und stimmt, bevor die in andere, an andere Orte gehen. 2 Sols dauert der noch. Uff. So, ihr Menschen, steigt aus. Lol, in der Hälfte, Hälfte. Ach, stimmt, Edelmetalle. Ja, haben wir ja immer noch nicht. Aber ja, Leute, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Wenn ja, lass mich mit einem Daumen nach oben wissen. Wir haben hier nur 400 verfügbare Ressourcen, aber mehr als da. Ja, Qualität ist durchschnittlich. Ich baue es trotzdem mal hin. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge Surviving Mars wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.